So, ich glaube, es läuft. Da, ja, sieht gut aus. Ja, meine Lieben, es ist mal wieder Donnerstag. Viele haben gesagt, ja, Donnerstag und das Dachvideo, wir werden das schon vermissen. Okay, das Dach haben wir jetzt nicht mehr, aber ich habe ja einen ganz großen Frevel begangen. Ich habe aber in unserem letzten Dachvideo am Donnerstag zwar alle Leute erwähnt, die den Beitrag von mir geliked haben, aber die, die wirklich geschrieben haben, hey, grüßt mich mal persönlich, die habe ich völlig vergessen. Was ist das denn für eine Schlamperei? Also das werden wir heute, werden wir das wieder gerade biegen. Ich habe mir das auch extra jetzt nochmal auf den Zettel aufgeschrieben, weil die, die ich vergessen habe, das waren gar nicht so viele. Weil ich habe zum Beispiel vergessen, unsere Ursula Schudrowitz zu grüßen. Das tue ich jetzt. Hallo Ursula. Dann habe ich vergessen, unseren Uwe zu grüßen, Uwe Kurt-Stade. Auch das mache ich jetzt. Hallo, schöne Grüße von hier. Dann habe ich geschrieben, hat Christiane Piachetz, sie weiß schon, wer gemeint ist. Die hat auch geschrieben, grüß mich mal. Das habe ich auch vergessen, das mache ich jetzt. Schönen Gruß. Und ganz zum Schluss habe ich die Petkowskis vergessen. Petra und Bernd. An dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Ja, meine Lieben. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr kennt ja sicherlich auch schon vom Schreiben her und so unsere Angelika. Und die Angelika, die hat einen Schlüssel fürs Hotel. Und ich bin auf dem Dach. Stellt euch das mal vor, zieht euch das mal rein. Und Angelika ist heute sogar mit mir. Und der möchte ich eben ganz herzlich danken dafür, dass sie das ermöglicht hat, dass wir heute unser Dachvideo bekommen. Das ist Angelika. Schatzi, ganz lieben Dank. Kussi. So. Ja, und damit ihr nicht gelangweilt werdet von den Beiträgen, habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ihr bekommt heute eine neue Optik, und zwar bekommt ihr von mir jetzt die Vogelperspektive. Vogelperspektive, die Vogelperspektive, also Deutsch wird für mich immer schwerer. Je länger ich hier wohne, desto schwerer wird das für mich. Ihr bekommt von mir jetzt die absolute Vogelperspektive vom Dach. Na, mal sehen, was daraus wird. Bis später. Jetzt kommt die Drückerei. Angelika, hier, wir müssen mal eben, drück mal eben. Wir müssen dieses mal eben ausmachen und das andere anmachen. Wo muss man hier, guck mal, wo, hier muss man irgendwo. Oh, die Sonne blendet so. Ja, das so. Stimmt. Ich glaube, das ist hier, drück mal da. Ist das da oben der Punkt? Ich glaube, das ist der. Ja, drück mal drauf. Nee, das war's. Warte mal, ich versuch's mal. So, also bis gleich. Ja, meine Lieben, jetzt geht's los. Die absolute Vogelperspektive für euch. Viel Spaß!
Ja, meine Lieben, wer hätte das gedacht? Angelika ist da zwar noch, die ist völlig begeistert, aber die will jetzt, die hat jetzt gesagt, jetzt ohne mich, so. Ja, das war's von heute. Heute war übrigens der 4. November 2016. Wir haben heute wieder ein ganz tolles Wetter gehabt. Wir hatten knapp ran an die 30 Grad, 26, 25, 28 Grad. Aber ab Samstag sollen auch wir schlechtes Wetter kriegen. Mal sehen, wenn Angelika da ist, nächsten Donnerstag, dann haben wir vielleicht wieder die Chance, euch ein Dach wieder zu präsentieren. Ich wünsche euch was bis dahin, alles Gute. Wenn es irgendwas Interessantes gibt, werde ich natürlich zur Stelle sein und euch berichten. Also meine Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis später. Tschüss. Und ich weiß jetzt auch, wo der Knopf ist. Hier, Angelika hat mir das jetzt eingebläut. Reingehämmert. Tschüss.